ziemlich gut gelaunt waren die Hollywood-Stars trotz Regen, als sie in Berlin Zoolander Nummer 2 vorgestellt haben. Mit dabei Ben Stiller, Penelope Cruz, Owen Wilson, Will Ferrell, Justin Theroux und Kristen Wiig. Kein Wunder eigentlich, denn die neue Komödie ist genauso schrill wie der erste Teil vor 15 Jahren. Eine kleine Rolle im Film hat auch Justin Bieber. Ben Stiller hat ihn dafür gelobt. He was great, he came in, he was on time, he was serious. Er war toll. Ganz pünktlich, ernst, er sah extrem gut aus. Er ist ein toller Tänzer und wir haben auch Tanzen mit reingenommen, auch in den Film. Und er war voll und ganz bei der Sache. Stiller spielt im zweiten Teil Derek Zoolander ein männliches Ex-Model. Mehrere Celebrities wurden ermordet. Zoolander tritt an, um die VIP-Welt zu retten. Zusammen mit der Interpol-Agentin Valentina, gespielt von Penelope Cruz. Die musste aber zugeben, dass Mode ihr früher mal wichtiger war. Ich liebe Mode. Ich glaube, jede Frau tut das. Aber ich habe gar nicht so viel Zeit, mir jeden Tag viele Gedanken darüber zu machen. Früher habe ich das gemacht, da habe ich auch immer Absätze getragen. Aber jetzt habe ich zwei kleine Kinder und da braucht man Schuhe, mit denen man schnell rennen kann. Das ist alles, was mich interessiert. Ob High Heels oder Turnschuhe, Penelope Cruz sieht super aus. Das hat sie bei der Premiere in Berlin wieder bewiesen. Im Kino kann man sie und die anderen Stars dann ab 18. Februar bewundern. Dann startet Zoolander Nummer 2.